Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video hier aus Miami, Florida. Ich dachte mir, ich werde heute meinen Tag so ein wenig vloggen und euch mitnehmen hier in Miami und in Miami Beach. Da werde ich nämlich nachher hinfahren. Ich hoffe, diesmal ist das Wetter besser und ich nehme diesmal nicht Kummer, Ekel und Freude mit, weil ich habe das Gefühl, sonst geht alles wieder schief. Weil es ist echt nicht normal, was hier in letzter Zeit passiert. Erst einmal super viel schief gegangen in Disney World. Und dann gab es auch noch ein fettes Unwetter hier. Ich weiß ja nicht, ob Kummer was damit zu tun hat, aber es kam super viel Regen runter. Also ich meine, sind das ihre Tränen oder so? Ich weiß es nicht. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da für mehr Videos. Spooky-Videos vielleicht auch mit den dreien, wenn ihr unbedingt wollt. Bei 6666, ihr wisst, meine verfluchte Zahl. Dann mache ich das. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ist der schönste Strand gewesen, an dem ihr jemals wart. Ich brauche Empfehlungen, weil ich liebe das Meer. Und ich würde sagen, ich labere jetzt nicht so viel. Ich gehe jetzt erst einmal frühstücken, dann nehme ich euch mit und dann geht's ab zu Miami Beach. Let's go! Wer von denen ist die Böseste? Ich weiß nicht, aber ich glaube echt Ekel. Aber sie hat es auch in sich. Freude ist, glaube ich, die unschuldigste von allen, aber... Ja, den beiden traue ich nicht, Leute. Wen traut ihr am wenigsten? Macht mal die passende Farbe an Emojis in die Kommentare, okay? Also sie macht richtig Side-Eye. Sie mag mich nicht. Sie mag mich überhaupt nicht. Porque no sé si fueron los besos, pero sé que algo pasa acá. Quería este frenesí, pero fue así que me enamoré de ti. Ich bin jetzt endlich angekommen und ich würde sagen, wir gehen jetzt los zum Strand. Vielleicht hole ich mir bei der Promenade, da gibt es noch so ein paar kleine Supermärkte und so kleine Stores. Vielleicht hole ich mir da ein paar Süßigkeiten oder so für eine Candy-Challenge wieder mal am Strand. Also das Wetter ist teils bewölkt, teils sonnig. Ich hoffe nicht, dass es anfängt zu regnen. In Miami selber hat es schon angefangen zu regnen. Also ich hoffe nicht, dass es hier rüberzieht, sondern hier schon vorbeigezogen ist. Aber ich habe ja Kummer auch nicht mitgenommen oder sonst irgendwas. Also es darf nicht schief gehen, okay? Also das Wasser hier finde ich nicht so schön wie bei uns in Europa. Aber dafür sieht der Ort hier richtig toll aus. Und an der Promenade ist richtig viel los. Da gibt es so viele Restaurants und so viele Leute. Aber eigentlich der Ort an sich, mega schön mit den ganzen hellen und teilweise auch bunten Häusern. Das hebt irgendwie direkt die Laune und das gibt mir so Karibik-Feeling. Ich weiß nicht, auf Curaçao sah es so ähnlich aus. Normalerweise gibt es hier auch Haie. Letztes Mal habe ich zum Glück keine gesehen. Aber ich habe eigentlich mal Delfine gesehen. Aber nicht hier am Strand, sondern woanders. Ich muss nur noch mal einen Wal sehen, dann bin ich happy. Ich finde, das sieht hier so typisch Florida-mäßig aus. Das habe ich schon auf so vielen Videos und Bildern gesehen, wie Leute hier in solchen Durchgängen durchgelaufen sind. Oh, so schön! Das Wasser ist sogar endlich mal blau-türkis. Hier sind die Rettungsschwimmer drin und zwei Flaggen sind gehisst, rot und lila. Und was heißt das? Oh, oh, nicht schon wieder. Nicht sowas. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Wie kann etwas so ins Wasser fallen? Wie geht das? Ich bin doch gerade erst angekommen. Boah, keine Ahnung, ob da noch eine Ladung runterkommt. Ich glaube schon. Aber mein Handtuch ist jetzt klitschnass und ich auch, von einer Seite zumindest. Ja, wow, was war das gerade? Voll ins Wasser gefallen schon wieder. Ey, das kommt und geht, das ist hier so krass. Aber das Ding kann ich ausquetschen, so voller Wasser ist das. Also wenn Wasser runterkommt, dann so richtig. Ja, auf jeden Fall, meine Haare werden gleich, glaube ich, explodieren. Die sehen danach gar nicht mehr cute aus, werden dann total wellig. Und irgendwas schwimmt da gerade auf dem Meer. Ich glaube, da hat jemand sein Schwimmbrett verloren. Ey, das Meer sieht so schön aus, aber guckt euch das Unwetter an, was noch kommen wird. No way, nein. Das kann nicht sein. Das sieht ja noch schlimmer aus als vorhin. Aber wie kann das Meer so schön aussehen? Also ich lieb's ja, wenn von oben noch Regen runterkommt. So warmer Regen. Plus man ist im warmen Meer, aber ja, ich möchte nicht gerade gerne von der Qualle irgendwie gestochen werden. Aber ja, guckt euch da die Seite an und dann... Bam! Thank you.
Diesmal hau ich ab, Leute, nein. Was ist los hier? Ein Regen nach dem anderen. Nein, Leute, ich bin raus. Ey, es hat gerade so arg geblitzt und ein fetter Donner kam. Keine Ahnung, was da los war, aber ich bin raus. Nein, auf gar keinen Fall. Da sollte man ja sowieso überhaupt nicht erst im Wasser sein. Macht das niemals, das ist voll gefährlich. Und nein, ich bin weg hier. Das wird ja immer schlimmer. Was ist bitte los? Warum passiert mir immer sowas? Ihr fragt euch auch schon. Ich weiß es nicht. Ich laufe doch noch ein bisschen an der Promenade lang, damit ich erstmal trockne. Ich hoffe, das zieht hier jetzt nicht rüber, ne? Weil ich sehe die ganze Zeit Blitze und Donner. Aber hier ist es irgendwie komischerweise trocken. Also da hinten am Strand ist es dauernd am Regnen und super nass. Ich weiß auch nicht, aber hier sieht es total trocken aus. Wenn das jetzt auch noch rüberzieht, dann glaube ich, werde ich vom Pech verfolgt. Also wirklich jetzt. Dann ist es alles kein Zufall mehr. Weil hier ist es wirklich jetzt gerade trocken. Nichts ist hier. Keiner läuft hier mit irgendwas Nassen rum. Aber ich höre die ganze Zeit Donner im Hintergrund. Ihr wahrscheinlich auch. Also, das hört sich immer so richtig heftig hier an. Die Luft ist wenigstens warm. Also hoffe ich, dass ich nachher trocken bin, bevor ich dann essen gehe. Weil ich wollte unbedingt zu Chuck E. Cheese, Leute. Angekommen. Das ist Chuck E. Cheese, aber die haben ein bisschen die Maus verändert. Aber ja, das ist ein sehr bekannter Laden, da gehen wir jetzt eben rein. Ich habe mir jetzt Pizza geholt. Seht ihr, wie nice die aussieht? Ich habe Hälfte, Hälfte gemacht. Einmal Käse und da ist sogar Käserand dran. Und dazu habe ich dann noch eine Pommes geholt. Sorry, wie ich aussehe, Leute, aber das ist die Realität. So sehe ich jetzt nun mal nach dem Regen aus. Ich habe mich jetzt nicht nochmal neu fertig gemacht. Also ihr müsst damit leben. Ich glaube nicht, oder? Die sind doch immer noch da, wo sie vorher waren. Ja, und ich bin zurück, wie ihr sehen könnt, und habe mich erstmal wieder frisch gemacht, damit ich wieder so aussehe wie vorher, weil ich habe mich so unwohl gefühlt mit den Haaren. Alte Schwede, die waren so richtig durcheinander von dem Wind, von dem Regen. Also, das kam sowas von runter. Keine Ahnung, was da los war. Irgendjemand oder irgendetwas wollte nicht, dass ich an dem Strand bin. Das fing da an zu gewittern. Das war ja da richtig schlimm. Da wollte ich einfach nur noch gehen, weil, ja, das ist halt nicht ohne. Und dann war ich an der Promenade, wo es eigentlich gar nicht irgendwie komischerweise geregnet hat. Und plötzlich regnete es da auch. Also, irgendwie hat mich der Regen verfolgt. Ich fühlte mich echt verfolgt von dem Regen. Das war noch nie in meinem Leben so. Und dann, als ich gegangen bin aus Miami Beach, ja, als ich den Ort verlassen habe, hört es auf einmal auf zu regnen. Aber dafür war Chuck E. Cheese eine 10 von 10 und hat geklappt. Ich habe jetzt auch noch die Maus gesehen. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt eine Candy Challenge noch mit euch. Und dann gehe ich ab in den Pool, weil der ziemlich lange auf. Dort gibt es nämlich auch einen Whirlpool und das ist so nice. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Vlog. Aber starten wir jetzt mit der Candy Challenge. Eigentlich wollte ich sie ja am Strand machen, aber ist ja leider ins Wasser gefallen. Also ist nichts geworden. Sorry, Leute. Aber egal, dann machen wir es einfach hier. Und zwar dachte ich mir, probiere ich erstmal mit euch die hier aus. Die habe ich so oft schon gesehen, die sollen echt lecker sein. Auf jeden Fall haben die angeblich nur 3 Gramm Zucker und ist Barbie Edition. Die waren sonst überall ausverkauft und dann habe ich sie endlich gefunden. Oha, Leute, das ist so ein Rollschuh. Mal gucken, wie die schmecken. Erinnere mich voll an Katjes. Aber ich mag die Konsistenz. Die sind echt gar nicht mal so süß, aber ist halt einfach wie Katjes. Irgendwie gefühlt 1:1. Von derselben Marke habe ich auch noch die hier mitgenommen. Ich glaube, die sollen irgendwie sauer schmecken. Sind das gesündere Sour Patch Kids? Oh mein Gott, die sind voll klein. Sauer. Wenn hier etwas sauer ist, dann ist es sauer. Schmecken 1:1 wie Sour Patch Kids. Dann habe ich die hier mitgenommen. Wie wird die Marke ausgesprochen? Buggles? Boogles? Keine Ahnung. Und die sind in Cinnamon Toast Crunch Edition. Aber das habe ich auch nur hier in Miami gesehen. Die riechen so gut wie Cinny Minis. Ich liebe Cinny Minis. Wer isst auch manchmal so Kellogg's einfach so ohne Milch? Sagt mir nicht, das habt ihr noch nie getan. Sagt mir nicht. Oh mein Gott. 10 von 10. Das schmeckt so wie XXL Cinny Minis. Nehmt euch was. Hier, bedient euch. Oh mein Gott, die sind so lecker. Warheads Popping Candy. Seit wann gibt es das? Oder noch so eine fette Packung mit 30 Stück? Alter, bei denen Popping Candy, ich höre das in meinem Gehirn. Das kommt in meinem Gehirn schon an.
Aber es ist null sauer. Hä? Dann, Leute, Celebration Confetti Popcorn. Ich weiß nicht, ob es schon geschmolzen ist. Keine Ahnung. Aber wo ist der Konfetti? Oh mein Gott, ist das hart. Hart und trocken. Oh nee, das schmeckt gar nicht. Ist das hart. Und zu guter Letzt Freeze-Dried Candy. Das ist so beliebt hier. Und das sind einfach mal Freeze-Dried Marshmallows. Schwede, seit wann sind die so groß und bunt? Ich habe mir das irgendwie vanilliger vorgestellt. Das schmeckt so ein bisschen fruchtig. Hat so einen Geschmack wie seifiger Geruch. Nee, ist nicht so meins, aber irgendwie mag ich diese Konsistenz. Also dass es so in deinem Mund irgendwie so schmilzt. Der Geschmack ist seltsam. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt fertig machen und dann geht's ab in den Pool. Poolzeit! Aus wie so ein Hund, der gleich untergeht. Warum ist das so? Warum sehe ich auch aus wie ein Ei? Deswegen trage ich nie zusammengebundene Haare, weil ich finde, ich sehe aus wie ein Ei. Im Pool war es so schön, vor allem mit der Aussicht auf die Hochhäuser und dann ging langsam die Sonne unter. Es war so, so toll. Und ja, ich würde sagen, hier beende ich auch das Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, meint ihr, dass alles, was so schief gegangen ist in letzter Zeit hier, hat mit denen zu tun? Und vor allem mit wem von denen? Weil so viel auf einmal kann doch einfach nicht schief gehen.